PlayStation 5 oder Switch? Was für ein alberner Vergleich, werdet ihr jetzt vielleicht denken. Aber es sind nun mal die beiden aktuell beliebtesten Konsolen. Und viele Spieler oder Eltern entscheiden sich meist nur für eine Konsole und nicht gleich zwei. Wer außerdem die letzten PlayStation-Sale-Preise gesehen hat, weiß, dass die beiden Systeme auch preislich insgesamt gar nicht so weit auseinander liegen. Aber später mehr dazu, was euch an Zusatzkosten noch teuer zu stehen kommt. Also schauen wir mal, was mehr für das eine oder andere Spielesystem spricht. Das Video wird euch präsentiert von Game Machines, denn der PC bietet nochmal eine tolle zusätzliche Auswahl an Spielen, die ihr mit einem entsprechend potenten Rechner auch in schicker Optik spielen könnt. PC bestellen, auspacken, loszocken. Bei GameMachines.de. Die Auswahl. Die PS5 gibt's bislang in zwei Ausführungen. Ohne Disklaufwerk für 450 Euro und mit Laufwerk für 550 Euro. Im Sale war dieses Modell zuletzt auch schon für 460 Euro zu haben. Es ist in beiden Fällen der multifunktionale DualSense Controller dabei. Die Switch gibt's in drei Versionen. Für 220 Euro bekommt man die Switch Lite, die lediglich mobil genutzt werden kann und etwas kleiner als die normale Switch ist, welche aktuell für 290 Euro verkauft wird. Dazu bekommt man ein Dock, das man an ein Display anschließen kann und abnehmbare Controller, die eher auf kleine Hände ausgelegt sind. Am neuesten ist die Switch OLED mit einem entsprechenden Display, das noch etwas größer als das der normalen Switch ist. Diese Version kostet 350 Euro. Der große Vorteil der Switch ist natürlich, dass man sie überall mit hinnehmen kann, was bei der PS5 eher aufwendig wäre. Controller. Wer sich nicht mit den kleinen Joy-Cons zufrieden geben will, der braucht den guten Switch Pro Controller für 65 Euro. Zusätzliche Joy-Cons kosten 70 Euro. Für den gleichen Preis bekommt man auch einen zusätzlichen PS5 Controller, der wie die Switch Controller auch Bewegungssensoren und haptisches Feedback bietet. Dies ist bei der PS5 allerdings noch beeindruckender. Zusätzlich gibt's adaptive Trigger, das Touchpad, einen Lautsprecher und ein Mikrofon. Wer zu viel Geld übrig hat, kann sich auch den DualSense Edge für 240 Euro kaufen. Dieser hat noch zusätzliche Tasten und viele Anpassungsmöglichkeiten. Die Akkulaufzeit ist allerdings bei keinem der Sony-Controller besonders gut. Leistung. Hier spielen die beiden Konsolen nicht mal in der gleichen Liga. Die Switch ist nochmal deutlich schwächer als eine PS4-Konsole und gibt maximal eine Full-HD-Auflösung aus. Auf der Konsole selbst sind es stets 720p und in vielen Fällen auch nur 30 FPS. Die PS5 schafft hingegen bei den allermeisten Spielen 60 Bilder pro Sekunde und bietet bei manchen Titeln auch einen 120 FPS-Modus. Die Auflösung liegt bei Spielen in der Regel dynamisch etwas unter 4K. Abseits davon ist die visuelle Qualität aber im Schnitt einfach ein gutes Stück höher und Ladezeiten durch schnelleren SSD-Speicher kürzer. Wo sind wir? Speicher. Die Switch und Switch Lite kommen nur mit 32 GB internem Flash-Speicher. Das OLED-Modell bietet immerhin 64 GB. Für rund 45 Euro kann man sich zum Beispiel 512 GB als MicroSD XC-Karte dazu kaufen. Heruntergeladene Spiele verbrauchen allerdings meist auch deutlich weniger Speicher als so manches Spiel auf der PS5. Die kommt mit 825 GB, von denen 667 frei sind. Inzwischen kann man auch die PS5 problemlos mit schnellen NVMe-SSDs erweitern. So bekommt man eine passende 1 TB SSD schon für 80 Euro. Lautstärke. Wenn man bei der PS5 nicht einen der frühen, lauteren Lüfter erwischt hat, kann man bei der Geräuschentwicklung allen Konsolen ein gutes Zeugnis ausstellen. Solange die Systeme nicht völlig zugestaubt sind, werden euch weder die Switch noch die PS5 im Betrieb auf die Nerven gehen. Multimedia. Man kann mit der Switch immerhin die Apps von YouTube, Switch und Crunchyroll nutzen. Da hört's dann aber auch schon auf. Auf der PS5 gibt's die Streaming-Apps von allen großen Anbietern und zusätzlich bei der Disc-Version die Möglichkeit, DVDs und Blu-Rays zu nutzen.
Audio-CDs funktionieren merkwürdigerweise nicht. Abwärtskompatibilität. Man kann auf der PS5 auch alle Spiele von der PS4 spielen, sei es digital oder als Disk-Version. Es gibt viele Grafik-Updates für die PS5, die oft kostenlos, manchmal aber auch kostenpflichtig sind. Auf der Switch gehen nur Spiele von der Switch oder eben welche, die speziell für die Switch portiert wurden und nochmal neu gekauft werden müssen. Spiele. Kommen wir endlich zum wichtigsten Faktor, den Spielen an sich. Hier bietet die PS5 auch durch das PS4-Erbe eindeutig das größere und breitere Angebot und auch einige exklusive Spiele, die es nur auf der PlayStation gibt. Insbesondere Freunde von Action-Adventures kommen hier auf ihre Kosten. Aber auch so ein umfangreiches Rennspiel wie Gran Turismo 7 oder den Rollenspiel-Koloss Elden Ring findet man nicht auf der Switch. Multiplattform-Spiele wie The Witcher 3 sehen auf der PS5 zudem natürlich deutlich besser aus als auf der Switch. Es wird zunehmend schwerer, moderne Titel auf die Switch zu bringen, was man auch daran sieht, dass Hogwarts Legacy hier auf November 2023 verschoben wurde. Statt Red Dead Redemption 2 bekommen Switch-Spieler ganz frisch den 13 Jahre alten ersten Teil für 50 Euro serviert. Dafür macht Nintendo ganz eigene tolle Spiele exklusiv für die kleine Konsole, die auf die schwache Hardware angepasst sind. Der letzte große Hit war ohne Frage The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aber auch das neue Pikmin 4 kann viele Spieler begeistern. Insgesamt zielen insbesondere die Exklusivtitel bei Nintendo auf ein jüngeres Publikum als bei Sony ab. Um hier jeweils einen guten Überblick über die besten Titel zu erhalten, empfehle ich die verlinkten Toplisten zu den besten PS4 und PS5 Spielen sowie den 20 besten Switch Spielen. Virtual Reality. Die Nintendo Switch unterstützt theoretisch VR mit dem Labo Pub Headset oder weiteren Plastiknachbauten. Das Spieleangebot ist jedoch klein und das VR-Erlebnis kann jedes Smartphone schlagen. Anders sieht das bei der PS5 aus, die seit Februar 2023 mit dem PlayStation VR 2 Headset aufwarten kann. Das kostet zwar stolze 600 Euro, kann aber mit vielen noch teureren PC-Headsets gut mithalten und kommt mit aktuellen Features wie 120 Hz OLED-Display, Eye-Tracking und Vibrationsfeedback in Headset und Controllern. Laufende Kosten. Ich habe mich kürzlich ausführlich mit dem Thema Stromverbrauch von Konsolen auseinandergesetzt. Bei 45 Cent pro Kilowattstunde und 4 Stunden Gaming am Tag trägt die PS5 mit bis zu 12 Euro zur monatlichen Stromrechnung bei. Die sparsame Switch kostet euch dann nicht mal einen Euro. Wenn ihr am Gerät selbst spielt, kommt sonst nichts dazu. Wer ein Display anschließt, muss selbstverständlich diese Kosten dazu rechnen, was bei der PS5 unvermeidbar ist. Je nachdem, wie groß euer Display ist, können das 3 bis 30 Euro im Monat zusätzlich sein. Was die Kosten für Spiele angeht, so ist es entscheidend, ob ihr euch den Gebrauchtmarkt zunutze machen wollt oder nicht. Mit der PS5 Digital Edition ist man da natürlich raus und muss die Preise akzeptieren, die im Store gelistet sind oder auf einen Sale warten. Anders sieht das bei der Disk-Version aus. Neupreise liegen zwischen 70 und 80 Euro, sind aber nach einem Jahr meist schon deutlich günstiger. Was die Switch angeht, ist es erwähnenswert, dass insbesondere Nintendo eigene Spiele ziemlich preisstabil sind. Was schön ist, wenn man Spiele verkaufen will. Es sorgt allerdings auch dafür, dass man anders als auf der PlayStation nicht so leicht viele ältere Hits für wenig Geld einsammeln kann. Neue Nintendo Vollpreisspiele kosten meist 60 Euro, manche auch 70 Euro. Neben dem Kauf gibt es aber ja noch eine andere Möglichkeit. Ich erkläre dir alles unterwegs. Spiele mieten. Sony hat mit PlayStation Plus aktuell ein vielfältiges Spiele-Abo-Angebot, mit dem man eine Menge großer Hits für 100 Euro pro Jahr spielen und so eine Menge Geld sparen kann. Einen umfassenden Überblick erhaltet ihr in meinem separaten Video zu PlayStation Plus. Fakt ist, dass man die 60 Euro pro Jahr Basisvariante Essential für Online-Multiplayer bei Spielen wie FIFA benötigt. Diablo 4 wurde übrigens trotz Always-Online-Multiplayer noch von PS Plus ausgenommen. Allgemein ist eigentlich nur der Multiplayer von Free-to-Play-Games von der Abo-Pflicht befreit. Genauso handhabt das ebenfalls Nintendo.
Der Nintendo Online genannte Service kostet 20 Euro im Jahr, um Spiele wie Mario Kart oder Splatoon 3 online spielen zu können. Die zusätzlich gemieteten Spiele sind dabei nur vom NES, SNES und Game Boy. Für zusätzliche 20 Euro im Jahr kommen noch weitere N64, GBA und Sega Mega Drive Spiele dazu. Für die Switch selbst gibt's hier aber nur Erweiterungen für Mario Kart, Animal Crossing und Splatoon 2. More games, more features, more fun. Online-Freunde. Man muss es ganz klar so sagen. Trotz der Online-Gebühren ist die Switch keine besonders gute Konsole, um online zusammen mit Freunden zu spielen. Das ist zwar bei vielen Titeln möglich, Sprachchat und Freundeverwaltung laufen aber nur separat über die Nintendo Switch Online Handy App. Statt dedizierter Server setzt Nintendo in der Regel auf nicht immer zuverlässige Peer-to-Peer-Verbindungen. Das gibt's auf der PS5 zwar auch, insgesamt bietet diese für Multiplayer-Matches aber deutlich bessere Systeme mit vielen Social-Features und meist ziemlich rundem Online-Erlebnis. Fazit: Die Anschaffung einer Konsole ist nur ein erster Schritt. Es macht einen großen Unterschied, ob man sich für Sony oder Nintendo entscheidet. Nicht nur was die Auswahl der Spiele oder Multimedia angeht, sondern auch mit welchen zusätzlichen Kosten man bei Spielen, weiterer Hardware, Strom und Abogebühren rechnen muss. Klar, am besten hat man natürlich beide Systeme. Wer das aber nicht will, muss abwägen, was ihm besonders wichtig ist. Und auch wenn es immer wieder Gerüchte zu neuen Konsolenversionen gibt, so könnt ihr dennoch davon ausgehen, dass ihr sowohl mit der PS5 wie auch mit der Switch noch viele Jahre Spielspaß haben werdet. Dass Nintendo irgendwann 2024 eine neue Konsole herausbringen wird, gilt jedoch als wahrscheinlich. Wie zufrieden seid ihr mit eurer PS5 oder Switch? Schreibt eure Erfahrung doch in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, abonnier doch den Kanal und guck dir noch eins der jetzt angezeigten Videos an. Vielen Dank und bis zur nächsten Mittagspackung. Tschüss!